Es gibt diesen Reflex, davon auszugehen, dass unsere Gedanken richtig sind. Ich denke, also habe ich recht. Das führt automatisch zu der Grundannahme, dass all unsere Auffassungen zum Leben, zum Universum und zu allem wahr sein müssen. Da das in jedem Gehirn geschieht, unabhängig voneinander, hat jedes Gehirn, unabhängig von allen anderen, immer recht. Und das ist, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Denn sobald Gehirn auf Gehirn trifft und damit Wahrheit auf Wahrheit, geht es sofort los mit der Rechthaberei. Im Übrigen ist es so, dass der Entschluss, die Welt hässlich und schlecht zu finden, die Welt hässlich und schlecht macht. Maus und Schildkröte sprachen seit einer Weile miteinander, ergänzt von gelegentlichen Lautfolgen des Chamäleons aus dem Bücherregal. Alles in einer Sprache, die John nicht verstand. Dann änderten sie das. »Wie haben dir die Auslagen gefallen, John?« fragte die Schildkröte, und John wusste nicht, was sie meinte. »Die Speisen.« Oh, die, ja, toll. Willst du etwas davon? Ja, gerne. Ich hab Hunger. Es gibt Kuchen und ein Buffet. Du hast die Wahl. Ist beides sehr zu empfehlen. Sowohl die Zuckerbäckerei, die nur noch vom Buffet übertroffen wird, als auch das Buffet, das nur noch von der Zuckerbäckerei übertroffen wird. Sag am Tresen, es ist für den Salon. Und dann komm zurück. Sie werden es bringen. John tat wie geheißen, wunderte sich, wie reichhaltig die Auswahl in den Glasvitrinen war, bestellte nach Herzenslust, ging zurück zum Salon und staunte, wie schnell ein Kellner im Türrahmen erschien und alles fein hergerichtet auf einem ziemlich großen Teller servierte. Es war eine wilde Mischung, und John fragte Tex, nicht zuletzt, weil man ihn so ausnehmend freundlich behandelt und niemand ihn nach Geld gefragt hatte, ob er der Besitzer des Cafés sei. Die Schildkröte nickte. John war beeindruckt und fand es großartig, den Chef zu kennen, was den jedoch nicht weiter zu kümmern schien. Tex setzte seine Unterhaltung mit Maus und Chamäleon fort, in einer Sprache, die John verstand. Es ging um die Reinigungstrupps, die sich anders verhielten als gewöhnlich. Man müsse der Sache auf den Grund gehen, was dazu führte, dass John, noch bevor er seine Mahlzeit beendet hatte, gebeten wurde, die Schildkröte auf seine Schulter zu setzen und an einen bestimmten Ort zu bringen. Er erhob sich. Die Maus nahm auf der anderen Schulter Platz. »Passt auf, ich halte hier die Stellung«, sagte das Chamäleon. »Du kommst nicht mit?« »Ich gehe schon nicht ans Telefon, versprochen. Ich bestell mir einfach ein paar Köstlichkeiten.« »Wieso kommst du nicht mit?« wollte John wissen, der es für möglich hielt, dass das Chamäleon sich alleine vielleicht langweilen würde. »Schon gut, John«, sagte die Maus. »Brady ist mit einer ausgesprochenen Begabung fürs Nichtstun ausgestattet.« und gibt sie im Grunde nur auf für gute Mahlzeiten. John hätte gerne noch ein paar Fragen zu diesem Thema gestellt, kam aber nicht dazu, weil Tex zum Aufbruch drängte. Unterwegs in den Einkaufsstraßen von Changchia wies die Maus ihm den Weg.
Es ging eine ganze Weile entlang nicht enden wollender Schaufensterfronten, voller Dinge und Sachen, die er nie zuvor gesehen hatte, nicht wusste, wozu man sie verwenden konnte, keine Ahnung hatte, was das alles überhaupt war. »Wo gehen wir hin?« »Zu ihr.« »Wer ist ihr?« »Du wirst es sehen.« »Wer ist sie?« »Meine Freundin. Kannst du bitte aufhören, so viele Fragen zu stellen?« »Sieh dich um«, schaltete die Maus sich ein. »Dann können wir uns über das unterhalten, was gerade um uns herum passiert. Dort drüben zum Beispiel bauen sie eine neue Straße, weil es bald ein neues Produkt in der Welt geben wird. Und wenn der Tag gekommen ist, wird es sogleich hier sein. Wohlgeordnet, damit man genau die Version davon finden kann, die man sucht. In jedem Laden in Changxia ist jede Verkäuferin und jeder Verkäufer ein Experte für genau das Produkt, das es dort gibt. Sie wissen alles, wirklich alles darüber. Seine Herkunft, seine Herstellung, seine Bestandteile, seine Nachhaltigkeit, wer auf der Welt es noch nutzt, also Prominente oder Wichtige, sein CO2-Zertifikat und alles, was sonst von Belang ist. John war beeindruckt, verstand das Ordnungsprinzip jedoch noch immer nicht und zweifelte, ob es tatsächlich funktionierte. Tut es, sagte Tex. Woher weißt du das? Ich lasse es überprüfen. Heißt das, du kannst es bestimmen? Ja, das heißt es. Und wieso? Es kann immer der alles bestimmen, dem alles gehört. Was meinst du mit alles? Alles. Alle Geschäfte hier? Alle Geschäfte, alle Straßen, alle Sachen, alles, alles. Der ihn so in Staunen versetzte, dass er eine Weile lang nichts zu sagen vermochte. In diese Fragepause hinein ließ die Maus ihn wissen, dass Tex vor über 50 Jahren begonnen hatte, Changxia zu bauen, weil er eine Vorahnung hatte, dass in der Welt eine große Veränderung bevorstand. Massen von Menschen, die Massen von Dingen wollen. Der Beginn einer neuen Ära. Das Zeitalter der Sachen. John hörte aufmerksam zu, vermochte all das Wundersame, Rätselhafte und Geheimnisvolle, mit dem die Maus bestens vertraut zu sein schien, aber kaum zu fassen, und vernahm gleichzeitig eine Stimme, die ihm sagte, das sei noch lange nicht alles. Auf ihn warte noch manches, möglicherweise mehr als manches, von dem er bisher nichts wusste, nicht mal ansatzweise. Und es sei daher klug, denen zu vertrauen, denen er bisher auch schon vertraut habe.